Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei aller Liebe zu Recycling, ich hätte allerdings etwas mehr erwartet, wenn man startet in eine neue Wahlperiode, in eine Legislaturperiode, das zu einem zentralen Motiv macht, die Entfesselung, als das Recycling der Anträge der letzten Monate und Jahre, bei denen wir Ihnen regelmäßig in den Debatten nachweisen konnten, dass sie von der Substanz her doch sehr oberflächlich waren. Ich habe allerdings auch etwas Positives in diesem Antrag gefunden, und das will ich zunächst einmal gerne zitieren. Sie sprechen selber in Ihrem zweiten Absatz von einer in NRW über die gesamte Wertschöpfungskette hervorragend aufgestellten Industrie, einem innovativen Mittelstand in Handwerk, Handel, freien Berufen oder im Dienstleistungssektor, einer wachstumsstarken Kultur- und Kreativwirtschaft sowie zahlreichen Weltmarktführern über alle Leitmärkte und Branchen hinweg. Und da haben Sie recht. Das ist auch ein Ergebnis der letzten 7 Jahre. Das ist auch ein Ergebnis der Politik, die Sie immer wieder mit oberflächlichen Floskeln kritisiert haben. Und Sie merken das jetzt und Sie stellen das jetzt fest, wie Sie überhaupt an anderen Stellen auch das eine oder andere feststellen. Ich vermute, Sie haben inzwischen auch im Gegensatz zu Ihren Behauptungen im Wahlkampf festgestellt, dass es eben nicht stimmt, dass Sie immer wieder vom Schlusslicht NRW reden, sondern dass im Jahr 2016 nach allen schlüssigen und gängigen Prognosen das Wirtschaftswachstum hier in NRW bei 1,8% gelegen hat, also auf Platz 6 im Ländervergleich. Und Ihre ewige Aussage und Ihre ewige Melodie von NRW als Schlusslicht auch da nicht stimmt. Sie rücken also, meine Damen und Herren, einerseits von diesen Dingen ab, übrigens auch imposant im Tempo der neue Verkehrsminister. Vor wenigen Wochen waren Sie noch dabei, den Stau innerhalb kürzester Zeit aufzulösen. Jetzt sind Sie dabei, dass Sie nicht sicher sind, ob Sie 2022 weniger oder mehr Stau haben, weil man müsse ja zwischendurch bauen. Eine auch überraschende Erkenntnis, die Sie im Wahlkampf noch nicht hatten. Sondern während Sie auf der einen Seite abrücken, kommen Sie auf der anderen Seite mit Ihren immer gleichen Melodien von Bürokratieabbau und sagen Entfesselung, Entfesselung und Bürokratieabbau. Wenn man dann in der Tat in den Antrag guckt, findet man an konkreten Dingen relativ wenig. Wir könnten uns jetzt lange über Ihre Haltung zur Hygieneampel streiten, aber dass Sie die Hygieneampel für eine ernsthafte Wachstumsbremse in Nordrhein-Westfalen halten, das entbehrt schon nicht einer gewissen Komik, wenn Sie wirklich meinen, mit diesen Dingen Wachstumspolitik für NRW zu gestalten. Meine Damen und Herren, es ist im Übrigen auch durchaus zu hinterfragen, wenn Sie auf der einen Seite rhetorisch sagen, dass Sie zwischen ökologischer Nachhaltigkeit, sozialem Zusammenhalt und wirtschaftlicher Entwicklung einen Ausgleich schaffen wollen, gleichzeitig aber im gleichen Satz sagen, dass Sie diesen Ausgleich dadurch schaffen wollen, dass Sie Wirtschafts- und wachstumsfreundliche Ausrichtung des LEP alleine in den Vordergrund stellen wollen. Wenn man sich also fragt, was ist das eigentliche Motiv von dem, was Sie hier machen? Das eigentliche Motiv, was Sie mit Bürokratieabbau und Entfesselung verschleiern, ist, Sie wollen schlicht und einfach die Prioritäten so verändern, dass Sie keinen Ausgleich schaffen. Sie wollen schlicht und einfach hin zu Wirtschaft und nicht zu anderen Gesichtspunkten. Und Sie wollen auch deregulieren. Es ist wieder da, das alte Bild der FDP von der Deregulierung. Wer diesen Koalitionsvertrag aufmerksam liest, findet es zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Kommunalwirtschaft. Sie haben nicht den Paragraphen 107 genannt, aber Sie haben beispielsweise genannt, dass die kommunalen Unternehmen weniger Chancen haben sollen, sich am Markt zu behaupten, zugunsten der privaten Unternehmen. Und wenn Sie können den Koalitionsvertrag, den Sie geschlossen haben, ja noch mal lesen. Und wenn Sie sich weiter fragen, ob Sie Ihren eigenen Bürokratieabbau überhaupt ernst meinen, dann möchte ich Ihnen gerne den Hinweis auch noch einmal auf Ihre Einschränkungen bei der Energieform Wind geben. Bei der Windenergie bauen Sie eine Bürokratie auf, und zwar eine Verhinderungsbürokratie, die Wachstum behindert, die eine vernünftige Energieform behindert und die aus rein ideologischen Gründen wieder genau da anfängt, wo Sie 2010 aufhören mussten, nämlich bei der Bekämpfung der Windkraft, die eigentlich hier in Nordrhein-Westfalen nach wie vor im Ausbau von erheblicher Wichtigkeit wäre. Und lassen Sie mich ein weiteres Beispiel noch einmal nennen, an dem man sehr deutlich sieht, dass Rahmenvorgaben und vernünftige Rahmensetzungen aus der Politik durchaus den Markt auch befruchten können und für ihn nötig sind.
Wer ernsthaft von Selbstverpflichtungen redet, der hat bis heute zum Beispiel nicht das Desaster begriffen, was bei VW und anderen Firmen im Zusammenhang mit diesen Motoren stattgefunden hat. Das hat nämlich stattgefunden, weil es zu wenig Regulierung, weil es zu wenig Kontrolle und weil es zu wenig Prüfungen gegeben hat. Und das spricht keineswegs dafür, dass die Wirtschaft sich immer selber am besten reguliert, wie Sie das sehen. Und insofern bin ich gespannt, ob der heißen Luft dieses erneuten Antrages dann irgendwo mal wenigstens Substanz dieser Landesregierung folgt. Schönen Dank.